So, sobald wir das Zimmer eingerichtet haben, werde ich mal kurz beenden, also ins Hauptmenü gehen, um zu speichern. Oder einfach Save und Continue Playing machen, das ist einfacher. Equipment Mismatch. Über welchen Equipment Mismatch reden die da die ganze Zeit? Keine Ahnung. Zwergensoldaten sind schlampig. So, da kann ich schon mal hier. Ein Bedroom für unseren General zuweisen. So, dann werde ich jetzt mal kurz nach unserem. Warum ist der Soldier unsichtbar? Wenn ich jetzt mal kurz nach unserem General gucke. Wenn ich ihn finde. Soldier. Chieftain Soldier, hä? Da ist er ja. Fällt gerade so ein, dass wir dann das hier abbauen könnten. Also fangen wir mal an mit Table. Table. Chair. Oder Statue. Dann brauchen wir ein Kabinett. Das wir noch nicht haben. Okay. Allerdings sollten wir Military bereits das Weapon Rack und den Armor Stand haben. So. So, damit haben wir jetzt eine Study. Die können wir unserem General zuweisen. Dann gehört die auch unserem Manager. Ja, die sind Study.
Die haben jetzt alle eine Decent Study, wie sie brauchen. Er braucht sogar nur eine normale Study und Quarters. Die haben alle Great und Grand Bedrooms. Der Baron verlangt ein Grab auch. Ja, und die verlangen. Ah, zwei Chests werden verlangt. Gut, dann kann ich ja eigentlich die Zone hier entfernen. Und auch die beiden Sachen. Wenn ich schon hier bin, kann ich noch einen Koffer in Auftrag geben. Kann schon mal weitermachen hier. Sachen zu platzieren. Kabinett ist immer noch nicht fertig. Aber das Display müsste fertig sein, ja. So, dann werden wir jetzt mal wieder hier alles wegwerfen. Ach ja, was ich noch in Auftrag geben werde. Sind noch drei Floodgates. So. Ich weiß gar nicht. Nee, Mechanismen habe ich noch nicht in Auftrag gegeben. Okay. Oh, hier steht noch ein Bett rum. Warum steht da noch ein Bett rum? Naja, halb so wichtig. Floodgates werden gemacht. Der Container ist jetzt da und der. Aber wir hatten da auch sogar noch einen Koffer übrig. Aber hier sei es eingerichtet und hier oben auch. Okay. Das heißt. Erstmal noch eine Chest hier. Und ein Kabinett hier. Ja, dann haben die jetzt Great Bedrooms, haben ihre Sachen, die sie brauchen. Es fehlen nur noch die Dining Rooms. Ja, und ganz ehrlich, welchen für den General was planen würde. Also mal kurz gucken, wie habe ich es hier gemacht? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wären 4. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. 1, 5, 6. Also noch 2 auf. Eins auf der Seite und zwei auf der Seite wäre das mittig. So und fünf. Dann würde ich hier und hier die anderen beiden Räume einplanen, so. Mit Türen. Also hier das Bett, der Bedroom, der Dining Room und die Study. Genau.
Kann man in die Study ein Bookcase und eine Dings reinstellen und eine Statue. Hier kann man dann. Oder ich mache hier das Bedroom rein. Ich will wahrscheinlich eher hier den Dining Room mit allem, was dazu gehört, rein tun. Und dann hier Bedroom einfach mit Koffer und Cabinet und einem Pedestal machen. Wo ich dann irgendwas Besonderes draufstelle, ja. Lassen wir das mal da. Falls ich nochmal ein Dings brauche, errichte ich den dann halt da oben. So, New Item. Gucken wir mal kurz nach unseren Artefakten. Objects. Artifacts. Du bist da, ja. Okay, die Krone, die können wir in das Quarter tun. Das ist eine gute Idee. Crowns. Jetzt müssen wir sie hier nur finden. Genau, die da. So, platziert die mal dort. So, da wir wieder Plans reinkriegen. So, die Krone ist platziert, das heißt, ich mach mal jetzt Save. Nee, ich will keinen. Succumb to the invasion. Nein. Ja, ich save mal einfach diese Timeline. Gut ist. Und dann starten wir wieder rein. Ist mir lieber sicher so. Wobei ich hätte das Ding auch einfach Backup nennen können. Aber wir sind ja schon wieder die Hälfte der Aufnahmezeit drin im Game und haben ja wieder viel erreicht. Ich spick jetzt mal kurz, wo unsere Invader sich gerade rumtreiben. Da. Ja gut, mit dem will ich allerdings gerade nichts zu tun haben. Was ich ja gerade will, ist, dass die Massengräber aufhören.
So, ich brauche jetzt eine Tür, einen Coffin und ein Slab am besten. Coffin, Slab und eine Tür. Und dann muss das hier alles weg. Nee. So ungefähr. Und dann müssten wir bis hier runter channeln. Und dann graben. So. Ja, das ist eine Strecke, die wir graben müssten. So. Ach ja, und hier müssen wir noch polieren. Wir sind beim Star Sparring. Die sind alle beim Trainieren. Ist auch gut. Dich nenne ich jetzt einfach mal Baron, damit ich dich besser sehen kann. So, und jetzt. Platzieren wir hier das Burial. Wobei. So sieht's besser aus. Und dann noch eine Tür hier. So. Als nächstes müssen wir uns um Esszimmer kümmern. Die machen wir jetzt einfach mal hier gegenüber so.